EAFC geht los und wir haben das erste Team der Woche am Mittwoch zum Release-Datum der Content Creator und der Web-App. Das heißt, die Web-App startet jetzt doch heute und dieses Team der Woche gucken wir uns mal an, weil es durchaus einige richtig, richtig gute Spieler hat, welche auch die vielleicht gar nicht so erstmal auf den ersten Blick gut aussehen, aber auf den zweiten Blick, weil diese Rodman mit diesen Werten mit 96 Pace und 84 Schießen, 85 Dribbling, 85 Dribbling, das ist eine Offensivspielerin, die man durchaus spielen kann, wenn man die zieht. Also viel Besseres gibt es auf dem Markt gar nicht. Dann haben wir Theo Hernandez, natürlich wieder der beste Linksverteidiger, den es dann auf jeden Fall geben wird. Wir haben Lamine Jamal, der durchaus gehypt ist und vielleicht ja auch ein bisschen teurer wird, als die Werte es aussagen, einfach weil er einfach der gehypte Spieler ist. Wir haben aber auch Dembele, Kvaratskhelia, Benzema, Messi, Adeyemi, Zakaria, Hudson-Odoi, Trincão, Lauren und Rulli als Torwart. Insgesamt glaube ich das schnellste erste Team der Woche, was es im Schnitt jemals gab. Da gibt es kaum jemanden unter 80. Wir haben Gabriel unter 80. Wir haben Benzema mit 79 und wir haben dann entsprechend Lloren mit 75, alle anderen mit mehr als 80 Tempo. Das ist schon wirklich sehr, sehr schnell. Und ja, ich hoffe, dass ich vielleicht einen Adeyemi ziehen kann. Für alle, die vielleicht schon früher in die Web-App kommen, denkt dran, die sind erst ab 19 Uhr zu ziehen. Wenn man vorher Packs öffnet, könnte es passieren, dass man dann noch die Goldkarte bekommt, die dann natürlich auch steigen könnte, aber das ist das Team der Woche und heute geht die Web-App los. Ich freue mich drauf. Das wird brillant. Bis dann. Ciao, ciao.